Hi Leute, hier ist wieder Fabian und willkommen zurück zu Let's Play Freelancer. Und im letzten Part haben wir einen riesigen Schmugglerring hochgehen lassen und in diesem Part müssen wir wieder Freelancer-Missionen fliegen. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir jetzt natürlich dieses fette Schiff haben. Und das müssen wir jetzt erstmal reparieren, weil wir im letzten Part ziemlichen Schaden genommen haben. Okay, dann gucken wir doch mal, was uns unsere Feinde so hinterlassen haben. Ich weiß, wir haben Gegenmaßnahmenwerfer gekauft. Der Gegenmaßnahmenwerfer. Ja, wie beschreibe ich das? Also wenn ihr quasi eine Raketenwarnung kriegt, dann werft ihr eine Gegenmaßnahme und der Gegenmaßnahmenwerfer wird dann hoffentlich dafür sorgen, dass diese Rakete uns nicht trifft. Haben wir noch eine Drohnenmine aufgesammelt, ein Sentry-Schild, Klasse 1, brauchen wir nicht. Ja, und das sollen wir erhalten. Außerdem haben wir ein paar Waren aufgesammelt. Mal sehen, was das so ist. Sauerstoff, Schrott und Wasser. Richtig was Feines. Gut, aber mehr können wir hier nicht machen, also nehmen wir jetzt die erste Mission an. So, Auftragsliste. Oh, das ist ja eine Menge. Wow. Okay, wir nehmen das hier an. Ja, also die letzten beiden Parts waren Story-Missionen und dieser Part wird zwangsläufig ein wird Freelancer-Part-mäßig. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Wir fliegen jetzt also diesen Einsatz, fliegen da schon mal hin. Ich habe das lange nicht mehr gespielt, 3 Tage, aber ich hoffe, ich komme noch mit der Steuerung klar. Die ist wirklich komplex. Ja. Gut. Also ich habe es mal durchgerechnet. Freelancer hat ungefähr eine Spielzeit von 12 bis 14 Stunden, wenn ich gut durchkomme. Und ja, also wenn ich gut durchkomme, wahrscheinlich noch weniger. Das heißt, es sind so circa 100 bis 120 Parts. Wir sind jetzt hier bei Part, oh Gott, lass mich lügen, 6 oder 7? Ich weiß es nicht, kein Überblick. Ja. Achso, und was noch passieren kann, das Spiel könnte jetzt eventuell, ich habe es noch nicht so lange Probe gespielt, crashen. Ich bin jetzt nämlich auf der 64-Bit-Version und das Spiel ist hier circa 7 Jahre alt. Und ist halt nicht auf 64-Bit ausgelegt, ne? Es könnte jetzt also Probleme geben. Aber naja, was soll's. Man muss es halt probieren. Fliegen wir mal unseren Wegpunkt an. Und wir müssen Schiffe zerstören. Und zwar Schiffe von den Rogues. Wir sollen feindliche Schiffe eliminieren, blablabla, waren so frei, ein paar Leute auszusammeln, wenn die Sache in Gang kommt. Okay. Es gibt übrigens auch eine Bergbaukarte. Ja, hier oben kann man irgendwas. Na? Wolke aus Trümmern, Lauf der von Baltimore Werft, ins Gravitationsfeld, Hinterhalt, Angriff, Verkehrsfeld. Ja. Also es gibt verschiedene Optionen, die man auf dieser Karte. Ja, wie soll ich das sagen? Anzeigen lassen kann. Was können die noch so machen? Und ja, da gibt es zum Beispiel Bergbau oder welche Gegner sicher sind, Patrouillen, sicheres Schiff des Spielers und so weiter. Also man kann sehr viel weitere Informationen. Es gibt ja auch ein Logbuch über den eigenen Charakter, das auch manchmal ganz interessant ist. Das werde ich vielleicht im Special Part oder so, werde ich da wirklich drüber gehen. Aber jetzt erstmal so. Nee. Das ist so, also dieses Spiel ist halt unglaublich, unglaublich detailliert und ich werde einige Geheimnisse zeigen, aber es gibt halt so vieles, was auch nicht unbedingt interessant ist. Naja, wir feuern dann mal. So, jetzt müssen wir halt einfach nur diese Schiffe hier ausschalten. Es ist einfach nur eine Dogfight-Mission. Nichts wirklich Besonderes. Nichts, was jetzt unglaublich interessant wäre, aber naja, ich habe halt gesagt, ich werde euch das Spiel komplett zeigen. Und dazu gehört halt auch diese Freelancer-Mission. Wenn ihr keinen Bock auf die Freelancer-Mission habt, wie ich schon gesagt habe, wie es auch schon geschehen ist, werdet die Story-Mission direkt ausschreiben, dass es wirklich story-relevante Missionen sind. Und dann braucht ihr euch nicht die Freelancer-Mission angucken, ihr könnt dann einfach von Story zu Story-Mission skippen. Aber wenn ihr meine Kommentare genießt aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem eher kranken Grund, glaube ich, denn meine Kommentare sind teilweise ziemlich komisch, dann könnt ihr natürlich auch gern diese Mission gucken. Wie gesagt, spielt das Spiel, nehmt es auf. Nein. Das Übliche einfach, ne? Macht man halt im Let's Play. Okay, wir ziehen Bobby aus dem Verkehr. Bobby Gefahr. Es ist Bobby Gefahr. Cooler Nachname. Das ist fast Evil Knievel. Irgendwann sehen wir hier bestimmt auch noch einen Evil Knievel. Witzig ist, dass sie die Namen der Schiffe an deren Herkunft angepasst haben. Zum Beispiel sind rheinländische Schiffe. Oh, guck mal, wir haben da Stärkung. Weichei. So. Rheinländische Schiffe heißen zum Beispiel Schulz oder Robert oder
haben auch Namen wie FunXY. Also, ja, an Deutsch angelehnt. Nicht wirklich Deutsch, denn das ist nicht so. Gottes Willen. So, ich will einfach nur einen Wegpunkt setzen. Sehr schön. Ja, also an Deutsch angelehnte Namen oder... Es gibt ja auch noch den Sektor Kosari, das ist japanisch angelegt, asiatisch angelehnt. Die sind alle super in Gameboy-Spielen, sind alle super in Nintendo-Spielen. Und die heißen dann meinetwegen so Hamatoradian oder Gibson Young oder so. Also, naja, man merkt schon, man merkt sofort, wo die Namen eigentlich herkommen. Es ist ein witziges Detail, aber halt Bobby Gefahr ist jetzt nicht unbedingt der geilste Name, beziehungsweise das ist eher so ein Schmunzelname. Aber da weisen die Programmierer des Spiels ja auch irgendwie Humor, ne? Also ich finde das wirklich lustig. Es gibt noch einige Easter Eggs in diesem Spiel. Werde ich auch in der Special-Episode drüber gehen. Die sind jetzt auch noch unerreichbar. Dazu müssen wir durch radioaktive Felder und Sachen werden explodieren und Leute werden sterben. Es werden noch sehr viele Leute in diesem Let's Play sterben, das kann ich euch versprechen. Ah, Entschuldigung, da musste ich mal eben was trinken. So. Und wir fliegen wieder zurück zur Norfolk-Werft, damit wir ein bisschen Geld machen können. Wie gesagt, Geld hilft uns beim Levelaufstieg. Und wenn wir genug Geld haben, dann wird uns Juni wieder kontaktieren. Und wir können die nächste Mission fliegen. Wir docken wieder an Schlachtschiff Missouri an. Ja, Juni wird uns kontaktieren und wir können die nächste... Ach, ihr seid zurzeit belegt. Ja, natürlich, natürlich. Lass doch eh jeden reinrutschen, der will. Meine Güte. Mach nicht so an. Ja, ich darf jetzt zum Dock. Ganz toll. Also, dann wird uns Juni halt für die nächste Story-Mission kontaktieren. Wenn wir den abgeschlossen haben, geht es wieder Freelancer-Mission und so weiter. Das ist einfach der ganz normale Rhythmus in diesem Spiel. Und wie gesagt, ich werde die Story-Mission kennzeichnen. Und hin und wieder wird halt unser Frachtraum auch gescannt von der Polizei. So wie es gerade geschehen ist. Wir sind da gerade angedockt. Aber wenn ihr dann zum Beispiel Schmuggelware habt, so... Gott, was weiß ich. Schaumkraut ist hier zum Beispiel eine verbotene Droge. Dann habt ihr ein Problem. Dann werdet ihr angeschossen oder sowas. Also jedenfalls versuchen sie das dann zu unterbinden. Oder, ach ja, genau, man kann ihn dann noch versuchen, die Fracht abzuwerfen. Das geht auch. Was? Nichts aufgenommen? Was soll das denn? Okay. Na gut. Dann fliegen wir doch direkt mal die nächste Mission. Warum auch nicht, ne? Was gibt's hier so? Ja, okay, machen wir das. Wieder Schiffe abschießen. Und dann auch noch so weit weg. Na, was soll's. So ist das Freelancer-Leben. So ist das Freelancer-Leben. Ich werde in diesem Part übrigens auch die Kommentarfrage der Woche auflösen. Er hat sich so ein bisschen im Sand verlaufen wegen meiner langen Abwesenheit. Das tut mir eigentlich ziemlich leid. Aber naja, die nächste wird dann wahrscheinlich besser. Auch hier muss ich eigentlich wieder sagen, diese Frage wird besser beantwortet. Oh, muss andocken. Also die Kommentarfrage wird besser unter Battlefield beantwortet. Was habt ihr gegen Freelancer, Leute? Es ist so ein schönes Spiel. Es ist so ein tolles Spiel. Und so underrated einfach. Ach. Naja. Also ich finde es einfach so ein schönes Spiel. Ist immer noch mein persönlicher Liebling. Und ja. Gott, was soll ich sagen? Es hält auch, macht auch einiges her, auch von der Story her. Ich weiß, dass die letzten Parts ein bisschen leise waren. Aber das kann ich ja jetzt dank Pana X regeln. Perfekt. Ich liebe Pana X. Pana X ist ein tolles Programm und ich danke dem Programmierer dafür, dass er so ein geiles Programm geschrieben hat. Ich liebe ihn. Wirklich. Ich mag. So, wir sind jetzt hier in der Nähe von Militärakademie West Point. Und von hier aus können wir zu unserem nächsten Wegpunkt irgendwo im Schuttfeld anfliegen. So, natürlich alle Schiffe der Liberty Rogues in der Nähe des Einsatzwegpunktes. Okay, machen wir das. Ist ja nicht so weit weg. Nächste Mission können wir dann auch dann an der Militärakademie annehmen. Das kann man immer vorher nicht so wirklich sagen, oder vielleicht kann man es doch und ich bin einfach nur ein Noob. Wo jetzt die Missionen einen hinführen, das heißt, es kann hin und wieder zu langen Wegen führen, aber naja, ich strebe eigentlich das Gegenteil an. Denn ich möchte viel in kurzer Zeit schaffen eigentlich. Und das wird einfach auch... Aha, schon Gegner. Wunderbar. Ja, ja. Das ist Benjamin. Hallo, Benjamin. Ja, ja, von dir bleiben nur Fetzen übrig, Freundchen.
Ich werde voll fetzen. Ich werde dich zerfetzen. So, erstmal wird deine Rückenflosse wahrscheinlich abgehen oder du explodierst gleich. Nein, du brennst schon. Tschüss. Bye bye. Hau rein. Raus da, ne? Boom. So, und er hat auch ein bisschen was hinterlassen. War sehr schön. Was kann man noch sagen? Also, es gibt jetzt eigentlich wenig, was ich erzählen kann. Ja. Ich habe 114 Abonnenten an diesem Punkt. Ganz herrlich, es ist ganz toll. Ich freue mich, wie gesagt, immer noch über jeden Einzelnen. Ich bedanke mich auch bei jedem persönlich. Es kann manchmal ein bisschen dauern, weil YouTube manchmal die Abo-Benachrichtigung ein bisschen komisch rausschickt. Aber Oh, entschuldigt bitte. Gott, Pustewasser. Aber ich versuche mich wirklich bei jedem Einzelnen von euch zu bedanken, weil ich... Also jeder Einzelne von euch ist wichtig. Ich habe 114 Abonnenten nur, weil jeder Einzelne von euch bei mir abonniert hat. Warum schieße ich auf den und nicht auf den anderen? Naja, ist mir auch egal. Wenn er dadurch kaputt geht, soll mir das egal sein. Ich habe nur 114 Abonnenten, weil wirklich jeder von euch 114 bei mir abonniert hat. Und deswegen ist jeder von euch wichtig. Also ganz ehrlich. Wie gesagt, es wird auch noch ein 100-Abonnenten-Special geben, aber das mache ich mit SmartyLP zusammen und erstmal, also er hat das Drehbuch geschrieben und er hat im Moment irgendwie wenig Zeit oder er antwortet mir nicht mehr und deswegen muss ich ein bisschen warten. Aber es kommt eins, versprochen, es kommt wirklich ein 100-Abonnenten-Special. Oder wenn es wirklich lange dauert, dann wird es gleich ein 150-Abonnenten-Special. Aber generell kommen Abo-Specials, ich mache Abo-Specials. Ich weiß noch nicht genau, was ich dann machen werde. Mein Gesicht werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen, weil ich mein Gesicht nicht online stellen will. Ich möchte anonym bleiben eigentlich. Aber ihr werdet meine Stimme natürlich hören, ihr werdet irgendwelche Specials sehen. Oh! Und Juni hat uns schon kontaktiert. Perfekt! Perfekt! Oh, da ist auch schon die Militärakademie, die können wir noch eben anfliegen. Wegpunkte löschen. Das ist doch wirklich perfekt. Ein Freelancer-Part und Juni kontaktiert uns schon wieder. Das ist doch wirklich klasse. Das wird später mehr, glaubt mir. Naja, also fliegen wir jetzt zurück zur Militärakademie und dann werde ich die Frage auflösen und mir eine neue ausdenken. Ich denke mir mal keine vorher aus. Scheiße. Naja. Gut, dann verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle von euch. Danke, dass ihr das Video angeguckt habt. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Freelancer. Ich bin Farewell und ich werde jetzt die Kommentarfrage der Woche auflösen. Die Kommentarfrage der Woche war: Was ist euer Problem? Und ich habe ein paar Einsendungen bekommen, aber keine fand ich wirklich gut, außer eine. Seite Käse schreibt: Er hat ein Problem. Sein Problem ist, er hat das Passwort von seiner Ex vergessen. Ja gut, kommt jetzt drauf an, was für ein Passwort, ne? E-Mail-Account wäre schon interessant. Gut, und jetzt brauche ich eine neue Frage. Eine neue Frage. Die neue Frage wird sein... was habt ihr getan? Ja, was habt ihr getan? Schreibt mir einen Kommentar euren Kommentar in die Kommentarsektion unter diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal von Let's Play Freelancer. Vielen Dank.